Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Wir haben hier heute zwei Replays von mir. Einmal im Panzer 4H und dann noch im Pudel. Beide Runden bin ich vor kurzem im Livestream gefahren. Wer also dabei war, wird die Runden kennen. Und es soll heute nicht um die Runden gehen, dass die an für sich ganz gut waren. Ja, das sind im Grunde beide Runden, aber es soll mal wieder um Fehler gehen, die man selber macht. Nun wird man, diejenigen von euch, die das die erste Runde schon kennen, sagen, naja, ganz ehrlich, oh Herr, was ist denn da der Fehler? Ich meine, um das vorwegzunehmen, ich werde in dieser Runde 10 Kills machen. Der Fehler bei beiden Runden besteht darin, dass ich ab einem gewissen Punkt hochnäsig bzw. arrogant geworden bin und ich einfach gedacht habe, ich fahre die Runde jetzt stur zu Ende und keiner der Gegner kann mir irgendwas anhaben und ich bin quasi unverwundbar. Und das ist so ein bisschen ergänzend zu dem Top 6 Fehler Video, was ich ja auch schon vor kurzem gebracht habe, nochmal ja, ein weiterer Fehler, den man halt im Spiel machen kann, dass man ab einem gewissen Punkt in einer Runde, die halt gut läuft, trotzdem noch die Runde wegwerfen kann. Weil man halt denkt, oh, jetzt lief es die ganze Runde so gut, der RNG war so sehr auf meiner Seite, beziehungsweise ich habe vielleicht auch einfach gut gespielt. Die Gegner können mir nichts anhaben, ich ziehe das jetzt durch, egal was hier passiert. Und das funktioniert halt bis zu einem gewissen Punkt, bis halt irgendwann der RNG zum Beispiel sagt, nö, jetzt triffst du halt genau den wichtigen Schuss jetzt nicht oder durchschlägst den ganz wichtigen Schuss nicht. Oder halt, man macht halt einfach mal einen Fehler. Und Fehler passieren den besten Spielern. Ja, Fehler passieren auch Leuten mit einer tieflilanen WN8. Sie passieren solchen Leuten vielleicht nicht so häufig, aber sie passieren auch diesen Spielern. Kommen wir mal ein bisschen zum Gameplay. Wir sind hier auf Fischerbucht. Ich bin im Panzer 4H unterwegs und bin in einem eigentlich perfekten Top-Tier-Setup. Besser kann man sich es nicht wünschen. Bis auf die Kartoffel im Gegnerteam, also der BDR G1, ist da jetzt kein Fahrzeug dabei, was mich groß ärgern könnte, beziehungsweise mir groß gefährlich werden könnte. Na klar, wenn ich jetzt alleine in den Gegnerrudel reinfahre, dann tut es natürlich weh. Aber wenn ich den Panzer 4H auf der Karte hier relativ schlau einsetze, dann kann ich hier eigentlich eine ziemlich gute Runde machen. Ich bin hier ganz klassisch für die Mediums von Süden in die Mitte gefahren, also F5, F6, F7. Da kann man wunderbar in die Heavies reinwirken, wenn die da irgendwie sich zeigen. Beziehungsweise man kann auch einfach Lights, beziehungsweise auch Mediums, die halt auf der anderen Seite der Ridgeline auftauchen, relativ gut bekämpfen. Und ihr seht auch schon, das funktioniert wirklich super. Es steht 8:10 für den Gegner. Ich bin jetzt schon bei 6 Kills, also habe hier schon meinen Krieger reingefahren, bin bei 1172 Schadenspunkten und die Runde ist an für sich schon jetzt sehr gut. Es dürfte jetzt im Bereich schon von der ersten, beziehungsweise jetzt vielleicht sogar schon von dem Panzerass liegen mit 7 Kills. Und ich habe zu dem Zeitpunkt natürlich, war mir bewusst, was in der Runde drin ist, denn selbst jetzt sind noch 6 Gegner auf dem Schlachtfeld. Ich bin bei 7 Kills. Also wer so ein bisschen rechnen kann, der weiß, dass hier durchaus Potenzial besteht, dass hier killtechnisch auf jeden Fall noch mehr drin ist. Wir wissen auch im Grunde, wo die Hälfte der Gegner sind. Die waren drüben bei G1. Was wir nicht wissen, wo ist der Marder 38T, wo ist der Hetzer und wo ist die Arti. Zu dem Zeitpunkt habe ich den Hetzer und den Marder und vielleicht auch die Arti irgendwo bei B2 bzw. A2 vermutet. Es wird sich aber später herausstellen, dass der Hetzer vom Gegner halt woanders steht. Das Problem von unserem Hetzer ist, er hat jetzt hier 10 Hitpoints nur noch. Er fährt komplett übers offene Feld und wer sich mit dem Hetzer ein bisschen auskennt, der wird wissen, dass der Hetzer keine gute Sichtweite hat. Ich habe mich ja ein bisschen drauf verlassen, dass er vielleicht mir doch was aufmacht, aber in der Zwischenzeit ist der Gegner hier zu uns in den Cap gefahren und dort haben wir quasi den nächsten geschenkten Kill. Aber jetzt geht es im Grunde schon los, dass hier der RNG mir so ein bisschen ein Schnippchen schlägt und vor allen Dingen kämpfen wir natürlich jetzt auf eine Distanz, die für den Panzer 4H nicht die beste ist. Also wir sehen schon, auf so große Distanzen kämpft man mit dem Fahrzeug nicht. Da sehen wir, wo der gegnerische Hetzer ist
Und ich versuche jetzt aber erstmal den Panzer 3-4 da rauszukriegen. Und ja, wie ich den Schuss getroffen habe, ich weiß es nicht. Dort ist der gegnerische Hetzer und der wird am Ende unser Verhängnis werden. Denn, ja, der wird uns rausnehmen. Easy peasy rausnehmen, weil wir den Fehler machen, weil ich, wie gesagt, zu hochmäßig geworden bin. Selbst hier, solche Schüsse gelingen mir noch halb angeaimt. Also noch nicht mal voll, also nicht voll eingezielt auf den Marder. Der ist natürlich ein dankbares Ziel, wenn wir ihn mit HE treffen. Jetzt haben wir schon 9 Kills. Die Redley Walters haben wir auf jeden Fall drinne. Kriegen wir die Pools-Medaille mit dem 10. Kill? Jawohl. Wir sind bei 10 Kills. Und jetzt steht es 13 zu 12. Und wenn man das jetzt eigentlich nicht doof anstellt, dann ist die Runde eigentlich gewonnen zu diesem Zeitpunkt. Der Hetzer war offen. Allerdings kriegen wir ihn nicht nochmal auf. Ich schieße da nochmal blind. Und vielleicht war es auch ein Fehler, jetzt schon hinter das Haus hier zu fahren. Auf jeden Fall weiß ich halt, dass der Hetzer für uns gefährlich ist, wenn er uns trifft. Gerade wenn er auch die HE-Kanone drauf hat. Dann tut es auf jeden Fall weh. Der B1 pinkt da jetzt ganz gierig auf die letzte Position vom Hetzer. Das ist mir schon bewusst, dass er da offen war. Und ich fahre jetzt hier quasi an den Häusern entlang und mache im Grunde schon den ersten Fehler. Ich hätte noch weiter rechts fahren sollen, um noch mehr Deckung durch Häuser zu haben. Dort geht der Hetzer jetzt auf und anstatt, dass ich ihn erstmal irgendwo hinfahren lasse, um zu gucken, wo er hin will, fahre ich, pushe ich weiter auf ihn drauf, kriege ihn aber hier nicht eingeengt und stehe jetzt gleich, nachdem ich hier über die kleine Kante gefahren bin, frontal zu ihm. Habe hier kein Haus oder irgendwas, was ich als Deckung nutzen kann. Denke halt, ach, scheiß auf den Hetzer hier. Ja, erster Schuss vorbei. Gehe jetzt auf, weil kein Busch mehr am Weg ist. Denke hier, naja, das wird schon gut gehen. Lade nach, treffe ihn. Und er nimmt mich halt mit der Stöpselkanone, wo er sogar AP schießt. Easy peasy raus. Und ich werfe hier eine Runde weg, wo potenziell 12 Kills drinne gewesen wären. Und die wären auch easy peasy drinne gewesen, wenn ich weiter rechts gefahren wäre. Die Häuser hätte er als Deckung nutzen können und nicht so arrogant gewesen wäre. Einfach frontal auf den Hetzer drauf zu fahren, dann hätte das durchaus funktioniert. Also, hier schon mal gesehen, eine super Runde. Also, klar, es ist eine super Runde, aber am Ende durch, ja, eine gewisse Arroganz, eine gewisse Hochnäsigkeit, im Prinzip das Potenzial, was in dieser Runde gewesen ist, einfach weggeworfen. Also, das hier also der erste Hinweis mit dieser Runde oder das erste Beispiel, wie man es dann am Ende nicht machen sollte. Wichtig ist halt dabei, dass ihr einen klaren Kopf behaltet, dass ihr versucht wirklich nicht denkt, dass ihr jetzt irgendwie unsterblich seid, sondern dass ihr halt, wie gesagt, einen klaren Kopf behaltet, dass ihr die Minimap im Auge behaltet, dass ihr halt überlegt, wo könnte der Gegner jetzt sein, weiter halt schlau und intelligent spielt und vor allen Dingen auch wisst, was euer Panzer kann und was euer Panzer nicht kann. Also macht es vielleicht in so einer 1:1 Situation überhaupt Sinn, auf den drauf zu fahren oder lässt man jemand anderen spotten, beziehungsweise versucht man halt, wenn man weiß, wo der Gegner steht, ihn ein bisschen auszutricksen mit einem Flankenmanöver und nicht einfach stur auf so einen Hetzer drauf fährt. Wir sind jetzt hier in der zweiten Runde. Auch das ist eine wunderbare Top-Tier-Runde. Wir sitzen im Pudel und auch die Runde gab es schon im Livestream zu sehen. Ich fahre jetzt hier auf, was ist das? Ist das Fjorde? Ich kann mir nicht merken, wie die Karten heißen. Ich glaube, das ist Fjorde. Fahren ja relativ klassisch nach oben, wo ja normalerweise immer sich so ein bisschen die Mediums sich treffen. Bei drei Artis im Team oder beziehungsweise bei drei Artis auf jeder Seite macht es hier nicht so richtig Sinn, sich eventuell auf E7, D7 oder auch E6 da an die Ecke zu stellen. Denn dort steht man relativ offen und kann dort easy peasy von den Artis getroffen werden. Hier natürlich auch an den Stellen, aber hier hat man immer noch die Möglichkeit, sich ein bisschen Artis safe zu stellen. Und ich versuche ja erstmal so ein bisschen was zu spotten. Da drüben war ein Toaster offen. Ich hoffe, dass der nochmal aufgeht. Unser Lux pusht jetzt hier relativ aggressiv rein. Ich habe hier schon gehofft, dass er als leichter Panzer mir ein paar Ziele da hinten aufmacht. Aber die Panzer Selbstfaller fette 4C will hier an diesem Punkt nicht aufgehen. Und der Lux kann zwar den Stuart rausnehmen, aber wir sehen hier schon einen sehr wichtigen Faktor, der in dieser Runde noch entscheidend werden wird. Die M44 nimmt den Lux raus. Ich gehe jetzt hier auf, treffe den VK36 nicht. Beim zweiten Schuss treffe ich ihn. Er verschießt. Da ist das Stück 3B und hier sehen wir schon,
Da ist die Arti, die auch gerade schon unseren Lux rausgenommen hat. Und die M44, sie wird am Ende nicht das entscheidende Zünglein an der Waage sein, aber sie wird uns auf jeden Fall das ganze Gefecht begleiten. Wer das Gefecht im Livestream gesehen hat, weiß, dass ich da ziemlich am Schimpfen irgendwann auf die Arti war, weil es mir doch ziemlich auf den Keks ab einem gewissen Punkt ging. Der Anfang des Gefechtes, der ist im Grunde relativ langweilig. Auch vielleicht nicht unbedingt optimal gespielt. Ich habe als Top-Tier hier eigentlich das Heft in der Hand. Allerdings, ja, taucht da jetzt ein UI auf und hier jetzt einfach frontal drauf zu fahren, wo wir wissen, dass da hinten noch zwei TDs und der VK36 stehen, ist natürlich auch nicht zu empfehlen. Deswegen versuche ich jetzt hier den Doppelbusch so ein bisschen zu nutzen. Weiß aber, dass der UI jetzt weiter rankommt. Ich habe kein Schussfeld mehr auf ihn und ziehe mich hier ein bisschen zurück. Das Stuck 3B, ja, guckt da um die Ecke, hat im Grunde keine Chance. Wie gesagt, da jetzt raus zu pushen, macht keinen Sinn. Wir wissen, da hinten stehen noch mindestens drei Gegner, die nicht offen sind. Und der VK30-02M da links, der gegen den KV-1 kämpft, könnte da durchaus auch noch in den Kampf eingreifen. Aber der VK36 zieht sich jetzt hier ein bisschen zurück, orientiert sich da Richtung Mitte oder Richtung Süden eher. Wir werden trotzdem gleich erleben, es steht jetzt schon 3:8, dass unser Team hier quasi dahin schmilzt. Und ich jetzt hier oben auch schon alleine bin. Im Moment, wie gesagt, ist der Fehler in dieser Runde vielleicht darin, dass wir hier nicht aggressiv genug gespielt haben. Vielleicht hätten wir besser spotten können. Aber wie gesagt, sind wir ja auch die ganze Zeit hier im Arti-Fokus gewesen. Da ist schon wieder die Arti. Also die M44 hat uns in dieser Runde wirklich sehr, sehr lieb. Es wird jetzt gleich der Punkt kommen, wo unser Team im Prinzip komplett, ja, sich aufrauchen lässt. Und ich entscheide mich jetzt hier aufgrund dessen, dass die Arti permanent hier am Schießen ist. Ich werde mich gleich entscheiden, hier wegzufahren, weil ich diesen frontalen Kampf gegen den UI Experimental nicht haben will, weil ich auch nicht weiß, ob die anderen Panzer hier noch mit reindrücken und vor allen Dingen ich mich dort irgendwo hinstellen will, wo die Arti mir nicht permanent auf den Geist gehen kann. Außerdem sehen wir, dass jetzt der VK36-01H unten ist und auch das Stuck 3B. Die drücken jetzt hier auf unserem Cap drauf und mit ein bisschen Glück können wir von hier oben den Cap relativ gut verteidigen. Das funktioniert auch, zumindest zum Teil. Jetzt steht es schon 8:11. Ich kann jetzt hier wunderbar auf den VK36 schießen, wobei der jetzt wieder in Deckung fährt. Aber wir werden gleich sehen, dass die Arti, beziehungsweise, ja, es müsste die Arti gewesen sein, weil der M6 von da drüben wird es nicht gewesen sein. Genau, die M44 nimmt jetzt den VK36 raus, der M6 nimmt noch den Skoda T24 raus, wird aber am Ende von der Selbstfallerfette 4C gekillt. Und unsere Arti war offen, hat deswegen auch schon einen Hit bekommen. Und jetzt ist sie tot und jetzt haben wir den Punkt, wo ich alleine gegen 5 stehe. Also eine potenzielle Kolobanov ist drinne. Ich bekomme jetzt hier von der Selbstfallerfette 4C eine reingedrückt, kann sie aber rausnehmen und jetzt sind es noch drei Artis und der OE Experimental. Und jetzt ist der Punkt im Grunde, wo ich anfange, hochnäsig zu werden. Erstmal gegen die Selbstfahrerfette 4C. Das war noch relativ unspektakulär. Ich weiß aber zu diesem Zeitpunkt, wo die Bishop das letzte Mal offen war. Und ich weiß, dass die Bishop ein, ja, sehr langsamer Panzer bzw. eine sehr langsame Arti ist. Und ich fange jetzt schon an, ja, wieder arrogant zu werden, weil ich denke, da kommen drei Artis und der blöde UI Experimental, der kaum noch Lebenspunkte hat. Das ist easy going. Und gegen die Bishop mache ich im Grunde schon den ersten und entscheidenden fatalen Fehler. Da kommt sie, drückt mir eine 72er Kelle rein und mein Gedanke in dem Moment war, okay, in Bewegung bleiben, dass die anderen Artis dich nicht treffen. Allerdings, ja, hier, den Schuss verschieße ich und anstatt jetzt hier nach rechts unten zu fahren und mir die Bishop zu krallen, lasse ich mir erstmal eine einschenken. Gut, den Schuss hätte ich nicht vermeiden können, aber sie hatte gerade geschossen und ich hätte jetzt die Gelegenheit nutzen können, sie rauszunehmen. Anstattdessen denke ich mir, lass sie doch dort stehen. Sie ist halt langsam. Und das wird mir am Ende zum Verhängnis werden. Hier habe ich jetzt Glück. Die Sturmpanzer 2 ist das, glaube ich, verschießt auf mich. Kann ich rausnehmen. Viererart jetzt kein Problem. Und eigentlich mache ich jetzt schon das nächste. Die M44 war, und alle anderen wissen natürlich genau, wo ich bin. Und ich fahre trotzdem jetzt nicht durch den Cap. Eigentlich völlig sinnbefreite Aktion.
Denn wie gesagt, die Gegner wussten ja, wo ich bin. Ich war offen und haben auch genau gesehen, in welche Richtung ich fahre. Ich denke aber, dass ich von hier hinten eventuell besser auf die M44 drauf komme. Und dachte mir, irgendwo steht sie. Da ist sie. Und guckt mal, wo sie hinzielt. Sie hat überhaupt nicht drauf geachtet, von wo ich komme. Obwohl sie es hätte durchaus wissen können. Hat immer noch auf die Position auf, naja, was ist denn das? F3 geschossen. Und jetzt dachte ich mir, ja was denn? Die Bishop, die ist One-Shot. Jetzt gehst du hier auf den OE Experimental drauf. Versuche im Fahren ihn rauszunehmen. Hab jetzt hier sogar noch mal Glück, dass er mir nur die Kette zieht. Und jetzt war mir im Kopf schon alles klar. Ja, die Runde ist gewonnen. Alles easy peasy. Und jetzt kommt der fatale Fehler. Der fatale Fehler. Anstatt die Bishop einfach nur auszuspielen, denke ich mir, ich fahre einfach auf sie drauf. Und was passiert, sehen wir hier. Ich lasse mich von ihr rausknipsen. Sie zieht mir die 164 Hitpoints. Und damit sehen wir auch die, ja, die zweite Runde, wo ich einfach arrogant gespielt habe. Und das möchte ich euch einfach auf den Weg geben. Vermeidet solches Gameplay. Spielt auch bis zum Schluss diese Runden intelligent. Dann werft ihr nicht solche potenziellen Medaillen weg. Versucht gelassen zu bleiben, euren Puls irgendwie runterzubekommen. Versucht dran zu denken, wo der Gegner stand. Schaut auf die Minimap, schaltet euren Kopf ein und wisst, was euer Panzer drauf hat und was er nicht kann. In dem Sinne, wenn es euch genauso gegangen ist, schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn ich euch helfen konnte. Lasst mir ein Däumchen nach oben da und dann sehen wir uns wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.